Heute möchte ich demonstrieren, wie man Videos in der Videothek verlinkt. Und da werde ich jetzt einfach nebenbei ein bisschen meinen Monitor aufnehmen. Ich habe mir jetzt ein Video rausgesucht. Kamerarolle und Brille. Klicke hier unten rechts drauf, dass ich dieses Fenster kriege und kopiere mir die URL. Habe ich gerade String C gedrückt. Ihr könnt euch die URL aber auch anders besorgen. Ich gehe auf die Webseite, klicke hier auf Video hinzufügen. Komme ich auf diese Ansicht. Hier füge ich den YouTube-Link ein. Ist egal, ob da hinten Featured Player Emnet steht oder nicht. Und klicke auf Absenden. Jetzt lädt der Server die Daten, das Videovorschaubild, den Namen und so. Kann ich hier noch reingucken. Sage ich, na gut, Titelnummerierung nehme ich mal weg. Frank Zauber, Kamera und Brille, Overnight Sensation. Jetzt suche ich die Kategorie aus. Musikvideos. Und weil ich Admin bin, kann ich noch hier unten eine andere Nummer eintragen, dass das nicht auf mich, sondern auf Frank Zabal direkt gehostet wird. Und dann drücke ich auf Speichern. Und ja, hier oben steht es jetzt, das Video wurde erfolgreich hinzugefügt. Das heißt, wenn man jetzt auf Videos, neue Videos gehen würde, würde hier oben Frank Zabal Kamera und Brille geladen werden. Und wenn man in die Videoliste von Frank Zappa reingeht und sich ein Video von ihm aufruft, dann wird hier oben rechts das Frank Zappa Modul geladen und da sind alle Videos von ihm drin. Könnt ihr das Video hier gucken, hier unten Play drücken oder Stop drücken, ganz normal die YouTube-Geschichten und hier oben sind alle Videos, die auf Frank Zappa gehostet sind, drin. Im Moment sind es auf 50 begrenzt aus der Kategorie Zappa Musikvideos. Ziemlich ähnlich die Videos, weil Frank Zappa. Ja. Hier seht ihr meine Favoriten. Und jetzt werde ich noch ein paar Videos in die Videothek schmeißen. Gehe ich wieder auf meinen Ajax-Browser, suche mir ein anderes Video raus, gucke irgendwie, ob ich irgendwas finde, was ich noch nicht kenne. Mal schauen, was das ist. Ein Slime. Sieht so aus, als wenn da jemand eine ganze CD hochgeladen hat. Das ist ja cool. String C. Und wie gesagt, wieder rüber, wieder rein mit der URL, wieder auf Absenden gehen. Name und Bild wird geladen. Hier oben nehme ich wieder die Nummer raus. Pack's auf Zappa Musikvideos. Stell die ID 122 ein. Und drück auf Speichern. Und schon ist das nächste Video in der Videothek. Jetzt bin ich aber gespannt, ob es von dem noch mehr gibt. Da werde ich mal direkt auf YouTube wechseln. Drückt sie unten auf den YouTube-Knopf drauf, dann stoppt er das Video hier und geht auf den Benutzer. Und dann kann man sich hier alle Videos von Adam anzeigen lassen. Und wie ihr seht, hat Adam komplette CDs hochgeladen. Oh yeah, ihr könnt es zwar nicht hören, aber ich mache mal ein bisschen lauter bei mir. Boah, geil. Ja, 20 neue Videos.